Jo, Leute, ich installiere eine neue Halterung. Bist du ein Ohrbeine, Hatze? Damals bei der Schule. Hatze! Ja, so hat er das gesagt. Hatze, Kleine. Sag mal. Und dachte mir, was? Das wusste ich gar nicht. Nee, dann nehme ich lieber so einen flachen. Das ist ja schön hoch jetzt, ehrlich gesagt. Aber so war es ja auch vorher. Richtig ausgesucht. Ja, dann habe ich heute noch einen Tag zum Aufräumen im Laden. Aber heute kommt er einfach mal mit. Schauen wir mal. Irgendwas werden wir schon finden. Ey, Mann, wenn du jetzt hier die ganze Zeit rumhumpelst, dann seht ihr aber auch nicht. Mach was mit deinen Füßen, mit deinen Beinen. Keine Muss Ahnung. zum Arzt gehen, und die sagen, dass er krank ist. Ja. Dann muss ich Gottes. zum Arzt. Gottes Willen. Na super. Ich habe mir eine richtige Bandage gekauft, nämlich eine Pseudo. Und ich gehe in den Keller. Morgen im Laden. Auf ein neues. Na dann, kommt mal mit. Bei so schönem Regenwetter schraube ich an meinen eigenen Rädern wieder weiter. Und hier habe ich ja das einst meiner allerersten Mieträder. Und wir fangen einfach mal neu wieder an. Ne? Ich reanimiere das gute Stück. Und dann werde ich es vermieten. Ganz einfach. Hab gestern schon alles ein bisschen sauber gemacht, neuen Bremszug verlegt, neuen Schaltzug verlegt. Jetzt muss ich nur noch ein Schaltkettchen organisieren, weil das ist halt eine Stormy Archer. Und damit habe ich ja sehr wenig zu tun gehabt mit Stormy Archer. Und deswegen habe ich so ein Schaltkettchen nicht mehr. Ich hatte mal eins oder so oder zwei zu reparieren. Ach, die habe ich nie auf Reserve gekauft, weil das ist ja eher was wir Tolland wieder verbaut haben. Speichen muss ich noch ersetzen. Wie gesagt, Schaltkettchen muss noch ran. Ja, und dann sind wir eigentlich durch. Kann das Ding raus und vermietet werden. Und er wird jetzt so eine kleine Mietflotte wieder aufbauen. So, aber hier ist in Ruhe, zwanglos und so weiter. Und jetzt ist mir egal, wer ja, da kommt und sagt, hat so wenig und was, der Draht ist alt und dieses, das, jenes. Und, warum so teuer? Ist mir völlig egal. Ich werde es trotzdem zum ganz normalen Preis verbieten. 8 Euro am Tag. Aber machen. Gut. Jetzt ziehe ich hier Dritzel runter. Das war schon lange nicht mehr auseinander, das Rad hier. Schon so viel Haare gesammelt, so viel Genmaterial hier drin. Ist ja unglaublich. Tja, dann machen wir das gleich mal ein bisschen sauber hier. Meine Radbürste. Schön. Speichenlänge ausmessen und dann neue Speicher einziehen. Schauen wir
wir mal. Schön so ist es ja. Guten Morgen. Ja, seid ihr noch auf Sendung? Ja, also wie gesagt, die zwei Sachen haben wir schön sauber gemacht. Das ist halt die ganze. Machen wir das wieder ein. Die ganze Narbe bräuchte mal so wahrscheinlich so ein Service. So komplett würde ihr bestimmt gut tun. Zack. Mach ich den Rotzi. Aua. Fest ist es wieder, Kette ist gespannt. Naja, mehr Spannung könnte schon ruf, wa? Na denn? Jetzt haben wir den ersten Auftrag. Was ist der erste Auftrag, wie immer? Dürft ihr raten? Platter Reifen. Was denn sonst? Zeige ich jetzt nicht mehr. Ist ja grottenlangweilig. Ja, auftragstechnisch kam jetzt nicht drin. Aber eben hier. Licht läuft hinten aber nicht. Haben wir. Also wie gesagt, das Rad hier ist auch eins von meinen Mieträdern gewesen, die ich ja nicht mehr habe. Eigentlich ein cooles... ein cooler Zug hier, Shimano M-System, ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber eben auch irgendwann mal durch. Ja, ich baue jetzt eine Flotte aus Mieträdern, aus den Rädern, die ich halt da habe. Ganz einfach, bisher habe ich mal gedacht, naja, so... zeig's doch nicht. Habe ich nicht beachtet. Schade. Wollte mich nicht ablenken lassen jetzt, aber so ist es. Ja, Mensch, ich brauche ja langsam mal neue Züge. Nächste Woche muss ich neue Züge bestellen, auf alle Fälle. Wo war ich stehen? Ich wollte eine Flotte von Mieträdern aus den Rädern bauen, die ich da habe. Ganz einfach, weil ich sie da habe. Und weil sie ja eigentlich so im Verkauf, das läuft so schleppend. Und jetzt gerade ist ja mal Saison und die paar Touristen, die hier sind, wollen vielleicht ein Rad mieten. Und dann könnte er mich ja über den Sommer jetzt retten. Deswegen habe ich jetzt wieder angefangen mit dem Vermieten. Ich habe ja am Anfang des Jahres aufhören wollen, tatsächlich, aber... Ganz im Ernst, das aufhören kann ich mir gerade nicht leisten. Ich muss weitermachen, durchziehen, richtig durchziehen. Deswegen aktiviere ich jetzt auch hier wieder die alten Krücken, die alten Möhren sozusagen. Na, und wenn sie aktiviert sind, sind es ja gute Räder. Ja, wo ist er denn hier? Da kann man ja nicht gegen sagen. Ich meine, der Rad bleibt doch toll. Das ist dann schön satt. Zack, zack. Bogen, wo ist er? Hier. Natürlich neue Züge und so weiter, die Investition muss erstmal wieder reinkommen sozusagen. Aber dann kommt es bestimmt. Letztlich ist es so ja nicht mal verkäuflich, darf man auch nicht vergessen. Ich mache jetzt nur die Reparaturen, um das Rad auch zu verkaufen. Gleichzeitig bekommt jedes Rad einen Verkaufspreis. Das ist ja eigentlich sowieso sinnvoll. Probefahrt. Sozusagen.
Hof hat auf Miete. Na, das war. Also, die fällt mir bei dir gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, muss man neue Bremsbeläge drauf. Die sind so günstig Beläge drauf, merkt man tatsächlich gleich. Hinten habe ich Coolstops drauf. Grüne, wegen der Aufschrift. Die halten immer noch. Seit Jahren drauf und bremsen zuverlässig. Nur die Zügel lassen ab und zu nach. Wer wollte mal wissen über die Bremsbeläge? Bremsbeläge ist der M70T4. Das ist ein ganz guter Bremsschuh, der hat es für LX-Gruppe so in dem Dreh. Shimano M70T4. Den kann ich empfehlen. Und natürlich die Coolstop Eagle. Ja, die habe ich jetzt gerade nicht mehr da. Kann ich auch empfehlen. Dann gibt es aber auch noch wohl einen Billigbelag, der ganz gut sein soll, von XLC. Der auch für E-Bikes geeignet sein soll und nicht so schnell verschleißen soll. Ich sage soll, weil ich weiß nicht, das wurde mir nur empfohlen. Wurde mir empfohlen, kann ich auch mal weiterempfehlen. XLC, und zwar sind das die Hapix, ja noch hier einmal. Wie heißen die? BSV11. BSV11 von XLC. Die sollen auch nicht schlecht sein. Und kosten eben nur die Hälfte von den, was die Shimano kosten. Oder die Coolstops. Shimano gehen ja auch im Preis. Ja, Coolstops sind Coolstops. Im Netz ist ja alles billig gewesen. Aber das reguliert sich auch bald. Wenn der China-Markt irgendwie nicht mehr so kann, produzieren kann, dann reguliert sich das auch mit den Billigpreisen. Dann gewöhnt man sich mal wieder an normale Preise. Und weiß, dass man doch vielleicht die Sachen pflegen sollte, bevor man sich immer wegwerfen, neu kaufen. Also hast du auch kein Ventil mehr. Ventil schafft. Sein schön shreddy shrubby. Wow. Ist das süß? Melone mit Schokoraspeln und einen frischen Kaffee. Anouk hat mir das runtergebracht. Wow. Wird aus dem alten Kaffee ein neuer Kaffee und nicht um 12 Uhr, 1 Uhr mittags. Also Prost, danke Anouk. Falls du irgendwann mal im hohen Alter dieses Video siehst, wenn es noch existiert, wenn YouTube noch existiert und alles so, dass man Videos überhaupt noch guckt, dann lass dir sagen, ich liebe dich, ich liebe deine Schwestern, ich liebe deine Mutter. Wir sind eine echt geile Familie. Echt cool. Alles perfekt, so wie es ist. Schmeckt gar nicht schlecht, diese Mischung mit dem Schokoraspeln. Thank you.
Perfekt. Next bike, please. Jetzt bin ich ein bisschen im Rausch. Jetzt muss ich mehr Räder. Wird schon richtig leer hier. Ist richtig geil. Gut. Schauen wir mal nett nach links, nett nach rechts. So, das gelbe Rad, der letzte Klumpen da aus der Ecke. Von Fahrrad Konrad. Was haben wir hier drin verbaut? Für früher soll es sein? Eine 8-Gang. Was haben wir da oben? Ist das eine 8-Gang? Ja. Ja. Na, dann nehmen wir die doch. Was machen, Sack? Ja, den muss ich ein bisschen zentrieren hier, den Laufrad, und dann haben wir echt einen Großauftrag gerade bekommen. Yay, der rettet mir so ein bisschen den Tag, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir stehen vom Laden und gucken, da denke ich doch, die wollen vielleicht was. Ja. Nee, halt gut, kommst vorbei, dann gleich so panisch. Nein, ich bin gar nicht hier, nicht beachten. Wenn ich Speicher fehlt, dann ist das natürlich schwierig. So, dann brauchen wir mal eine Speicherin, oder? Oder was sagt ihr dazu? Sollt das so lassen, oder wie? Ja, und danach beugt das Ding hier ein. Und das ist das ein 28er überhaupt? Sieht zu klein aus. Das ist ein 26er, oder? Hä, Moment mal. Ist ja gerade mal ein 26er. Nee, ist ein 28er. Hä, warum sieht das so klein aus? Los. Ja, wie auch immer. 2 78. Das war's schon? Nee.
Nee, mit Gott. Na, leichter habe ich ja auch noch nicht zentriert. Wirklich nur die Speiche, das ist natürlich ideal, denn wenn wirklich nur die Speiche ist. So. Dann machen wir noch ein bisschen pflegen kurz. Eine Rodi XL Felge, das heißt, die ist extra stark, extra verstärkt. Das ist eine richtig gute. Kaum gebremst, kaum angebremst, weil eben mit Rücktritt. Jetzt haben wir sozusagen auch drei Bremsen hier in dem Rad. Beugt die jetzt ein, dann ist der Draht auch wieder fit. Ach, ist der Impact. Ist gar nicht der Big Apple. Da haben sie ja den Big Apple im Billig aufgelegt. Über die Schwalbe Tochtermarke hier oder wie sagt man, über den Schwalbe-Abzweig Impact. Das war eigentlich das Profil vom Big Apple früher mal gewesen. Okay, na dann hängen wir es mal ein, wa? Hallo! Ja, gleich! Komm mal rein! Nein. Nein, bin gleich da. Wann denn? Gleich. Es donnert und scheppert da draußen vor sich hin. Wir bauen auf und reisen nieder, Arbeit hier bitte immer wieder. Da schreckt die Glieder, schreckt das wieder. Da legt's die nieder. Die mit ihren Puffern hier, ach die. Viel zu knapp, alles. Ah, muss geil aussehen, muss man schön knapp machen und so. Nee, ich baue das nochmal aus. Knapp für ein AA. Sinnvoll muss jetzt sein, nicht knapp und schick, sinnvoll. Bevor man sich hinterher ärgert hier, hättest du mal gesagt. Nee. Kostet ja nichts. Kurz raus damit wieder. Ja, hier, guck, zack, bauen wir raus. Weg den Schnulli. Drahtbürste.
immer die einen Talk nehmen für, also unklar. Fertig und wieder an da. Ich hab gerade was gegessen, deswegen bin grad satt. Okay. Hab ich. So, jetzt Lämpchen ran hier. Die Puschen Müller Small heißen die. Ah, Mini. Kann man nur nehmen, weil hier noch ein Reflektor dran ist, weil der hat natürlich keinen Reflektor mit dabei hier. Kontakte herstellen. Ja, ey, der Draht ist fertig. Ich bin ja total happy, dass ich es geschafft habe, nach Ewigkeiten hier der Wille. Hallo. Ich habe eine Frage. Ja, frag mal. Wir bräuchten Hilfe mit Bremsen. Die müssen komplett links in Bremszüge und sowas rein. Ja. Was wollte ich denn? Na, ich mach jetzt mal einen Schluss hier. Komm mit nach vorne, alte XT-Kantis anbauen und Zug tauschen hier. Jetzt ist ja wieder so ein Rätsel für viele. Wie funktioniert das? Alte Technik. Kantis hassen ja viele von euch. Hier ist das Ding abgefallen, beziehungsweise wurde das wahrscheinlich von den Kollegen hier abgeschraubt. Und dann haben sie gemerkt, oh scheiße, wir wissen ja gar nicht so genau, wie das funktioniert. Will ich euch das jetzt mal versuchen zu vertellen. Jo, guck mal hier. So, hier. So, das Scheibchen, da war die Bremse hier und das Einstellschräubchen da. Aber hier, da drückt die Einstellschraube gegen, die da drin kommt und schiebt so die Feder weiter. Also kommt das so da rein.
Ganz wichtig. Ja, so. Dass diese Einstellschraube hier, die sich da befindet, das Ding, diese Scheibe rumschieben kann. So. Also nochmal raus. Einstellschraube. Hier, warte mal, ich schraube die mal raus ein Stück. Könnt ihr die überhaupt sehen hier? Da drin? Bewegt sich, ne? Seht ihr. So. Machen wir mal auf Null. Nullstellung. Jetzt ein Pups Fett hier drin. So, haben wir, ne? Habt ihr gesehen, ne? Da gibt es zwei Positionen, da müsst ihr euch natürlich einig sein, links und rechts. Nehmt ihr die mit mehr Spannung, Vorspannung für die Feder, oder die mit weniger? Achso, haben wir hier noch ein Plastikteil hier, das kommt hier so rum drin. Dicke Seite nach unten, so. Jetzt Feder. Ich mach mal auf die wenig Spannung Position. Das andere wäre die Vielspannung-Position. Aber ich bin immer gern auf wenig Spannung. Sitzt auch besser. Dann die Abdeckung hierauf. Und das war's schon. Jetzt festschrauben. Schäppchen. Zack. Zack. Und festschrauben. Immer noch zu viel Spannung. Ach, der ist ja auch auf dem oberen. Hm. Ja. Nehmt mal das mittlere Loch. Da habt ihr ja drei Löcher, drei Positionen, wo ihr die Feder dann am Rahmen einbauen könnt. Nehmt mal das mittlere. Das reicht völlig aus. Gerade vorne, bei dem kurzen Weg. Ja, schön. Kann man wieder ein Stück zurückgehen mit der Spannung. So, jetzt bauen wir erstmal das alte hier ab. Besser. Gut. Das ist der Auftrag, der mich rettet heute. Tatsächlich. Ha! Was haben wir denn hier? Mal Pitlock drin. Ha! Oh, ha! Mensch, als hätten wir es nicht. Und der Kollege hat das Rad gekauft und hat die Schlüssel nicht dazu bekommen, weil aus einer Haushaltsauflösung von Entrümplern, die haben natürlich jetzt nicht einen Pitlock-Schlüssel gesucht, die haben ihm einfach das Rad dann verkauft in so einer Entrümplungsbude, hat er das billig erstanden und ja, Pitlock, wir haben keinen Schlüssel. Die Situation, wie sie sich nun mal so ergibt im Fahrradladen, und ja, ich stelle es jetzt nicht auf den Boden, aber ich werde jetzt einfach mal probieren, auch das so aufzukriegen mit meiner altbewährten Technik. Es sieht aber sehr gut aus hier. Das sieht aus wie so ein rundes, relativ runder Schlüssel. Da könnte es wirklich schwierig werden. So, wir gucken mal.
stell's mal lieber auf die Erde. Das ist nämlich viel besser. Na, da geht's. Ja, hintere ist auf. Also, wenn es auf dem Boden steht, dann kriegt man es tatsächlich auf. Also, ja, seht ihr schon, ist locker. Okay. Sattelstütze. Sattelstütze. Okay. Boah, da keine Kraft mehr. Lappa. Aber das ist es. Ich zeige euch auch, wie die Nuss aussieht. Solange astet ja keiner hier dran rum. Jawohl. Das ist die Grundform. Die ist ganz geil jetzt gewesen. Genial. Aber offen ist offen. Natürlich. Tommy? Ja? Bist du da? Ich komme. Goldankauf, nee, leider 70er Jahre Armband, 585er, das ist mir nichts, die Zeit ist leider an mir vorbeigegangen. Also mein Interesse liegt früher oder später. Oder das ist von einer bestimmten Marke oder so, ne? Und ein Markenartikel ist natürlich dann auch das geht drauf, aber so. So, warte mal, wo waren wir denn stehen geblieben? Bin ja immer noch nicht fertig hier, hab ja noch nichts aufzubrechen. Ach ja, vordere. Ja. Ja, das kriegt hin. Jetzt habe ich meine Hand ein bisschen ausgeruht hier. Na, ich muss es ja eh aufmachen, deswegen mache ich jetzt den 8 hier. Ja, nicht hier, um zu beweisen, ah, krieg's auf, ich krieg's auf. Ah, kriegst du eh auf. Du kannst auf der Seite einflexen, auf der anderen Seite und dann einfach in den kleinen Schlitz mit dem Schraubenzieher rein und abdrehen. Och, ganz simpel. Jetzt gucken wir mal, ich fixiere mal hier Fuß. Dass ich natürlich beim ersten Mal in die falsche Richtung gedreht habe. Total Mumpitz. Ist da also. Ah. Ja. Hammer hoch. Also zur. Es gibt natürlich Kombinationen,
die gehen nicht gut auf, nicht so leicht auf. Und es gibt Kombinationen, die gehen leicht auf. Sei zum Thema Pitlock nochmal abschließend gesagt. Hatte ich aber, wie gesagt, auch schon letztens gesagt. Das ist jetzt offensichtlich eine, wo man gerne mal drüber rutscht. Ja. Aber es geht auch. Aufkriegen tut man alt. Da ist eine HG70 drauf. Neunfach. Die ist eine gute Kassette. Die sieht auch wirklich noch gut aus, bis auf einen Ritzel halt. Das ist echt zu ärgerlich. Und leider ist es nicht eins von den unteren, was man tauschen kann, sondern das ist tatsächlich eins in der Mitte, wo sie am meisten gefahren sind mit. Und das ist natürlich dann super ärgerlich, weil das kannst du nicht tauschen. Das ist eine Einheit, da müsstest du die ganze Kassette tauschen. Ich würde es jetzt glatt erstmal nochmal probieren mit einer neuen Kette einfach nur, um das so günstig wie möglich erstmal zu halten. Nur das, was sein muss. Und würde mir aber jetzt erstmal aufschreiben, alles nur, was ich brauche. Die Schutzbleche, müssen die Nieten ausgebohrt werden, da müssen dann Schrauben durch. Das sind nämlich alle, fast alle ausgerissen, bis auf die. Ja, schaut mal hier, also die Bleche muss man nie wegwerfen. Ne? Guck mal hier, da sind die Nieten hier überall abgerissen. Ne? Das sind immer genietet, zwei Nieten. Da oben auch, Entschuldigung, zwei Nieten. Und dann hier da dran, den zwei Nieten. Das werde ich ausbohren und werde eine Schraube, werde ein Loch ausbohren und werde eine Schraube in dieses breitere hier durchschrauben. Da oben auch eine Schraube, das reicht. Eine Schraube ersetzt zwei Nieten. Das gleiche ist hinten passiert. Das werde ich hinten auch machen. Also die Bleche muss man ja nicht wegwerfen. Na, deswegen und die 50 Euro bezahlen, wenn das eigentlich mit Bohren, mit zwei, drei Löchern bohren und drei Schrauben für 1,50 erledigt ist. Das Ganze ist Arbeit, ist es, ne? Weil man muss die Räder ausbauen. Man muss jetzt hier das Blech abbauen, das vordere, das hintere mache ich da, wenn es dran ist. Aber halt ist ja kein Hit. Muss sowieso abbauen hier, weil die Lampe kommt ja eh neu am Montag. Nehme ich mal alles schon als Vorbereitung sozusagen. Zack. Zack. Ja. Also wirklich kleine Nieten hier. Die kann man hier wunderbar ausbohren. Wunderbar ist hier gut. Wunderbar ausbohren. So, mach ich jetzt. Schaut mal, wie einfach das geht. Ne? So einfach. Pop. Erledigt. Eigentlich mehr oder weniger nur durchgedrückt. So, jetzt könnt ihr wieder ran. Beziehungsweise ich werde es jetzt hier schon verschrauben. Und dann am Montag halt mit dem neuen Licht hier oben fixieren. Jetzt hole ich mir ein Schräubchen. Edelstahlschrauben, die rotten auch nicht, die rosten nicht. Edelstahlmuttern, alles cool. Züge haben wir noch gemacht. Und jetzt ist Feierabend. Ja, ich will noch weiter schrauben. Nicht an dem Rad jetzt mehr, weil das ist fertig. Den Zug haben wir getauscht, den Zug haben wir getauscht, den Zug haben wir getauscht. Die müssen noch abgelenkt werden am Schluss. Dann, was war noch zu machen? Das Sicherungsset wird bestellt. Licht wird bestellt. Jo. Genau. Das haben wir jetzt erstmal in der Ecke. Okay. Schauen
schauen wir mal, ob wir hier was Verwertbares draus machen können. Das ist ein guter Mannes Maror. Made in West Germany. Vielleicht ein ganz simples Single Speed. Glocke ist dran, Kette könnte man benutzen, die Kettenradgarnitur sogar auch, einfach so lassen. Gleich hinten. Gut, Lenker, toll. Tauschen wir mal einen so. Ja, siehst du, wunderbar. Bau mal ein sinnvolles Rad aus dem Ding. Was ist denn damit los? Ah, ist sie Staub? Jetzt sehe ich das. Nee, na denn nicht. Denn nicht. Der Rahmen nicht, die Gabel aber. Seht ihr das? Ist total staucht. Da muss ich leider, leider. Auseinanderbauen. Gabel raus. Raus. Ja, für die, die nicht gesehen haben, hier ist er gestaucht. Ne? Wenn man jetzt so nicht sieht, aber hier ist eine richtige Beule drin. Hier blättert auch schon die Farbe gut ab. Seht ihr das im Gabelschaft, wie das beult? Richtig gekickt. Krass. So, die muss neu. Muss man schauen. Gut, ich messe mal aus und guck mal, was ich da habe. Ne, Rahmen ist gestaucht. Oh, geht nicht. Das merkt ihr, wenn ihr die Gabel einbaut und wenn ihr sie dann dreht und wenn sie dann hier irgendwo stockt. An dem Punkt, ne? Frei dreht und dann stockt. Also da kein Geld mehr reinstecken, nicht drüber nachdenken, weg. Baut die 105er Kurbel noch ab und das war's. Single Speed kann man gar nicht draus machen bei Biopaces, also muss man erstmal die Blätter tauschen. Ja? Also wenn man jetzt aus einer Biopace Garnitur eine Single Speed Garnitur machen möchte, dann geht das nur, wenn man ein Schaltwerk hinten dran macht. Das ist bescheiden, ne? Das macht man nicht. Da braucht man erstmal neue Kettenblätter eigentlich und dann läuft das auch. So, die kommen auch weggeräumt dann. So, ich probiere es. Den Schraubstock raus mit Leichtigkeit. Backenschlüssel ran, ansetzen. Ihr seid so furchtbar weit weg. So. Legen wir uns erstmal hin. Ist alt für schlechte Zeiten, jetzt sind gute Lager, die da drin sind. Auch wenn es damals vielleicht zu günstig Lager waren oder so, aber nee. Hä? Ah ja. Ich guck mal, schaut mal. Wie genial. Das ist ein Spezialschlüssel hier mit so Nasen.
Das ist mit gut Fett eingebaut, das Lager. Das ist eigentlich toll. Super. Schaut mal, mit so viel Grind, das muss ja knarzen. Das kommt von innen, vom Lager. Der Rost. Der arbeitet sich dann ins Lager drin. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ja, Sand ohne Ende hier. Hey, na, das ist Müll. Den stellen wir raus, der wird bestimmt weg sein über Nacht. Wo seid ihr denn? 9 Uhr und ein paar zerquetschte. Ich mache Feierabend. Banane habe ich geschenkt bekommen. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht der Dude bis morgen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich heute so durchgezogen habe. So ruhig und gelassen. Obwohl nichts los war, richtig. Zwei Aufträge oder was kam ja dann doch noch. Das war ja ganz gut. Eigentlich. Und ja, hier seht ihr ja das Ergebnis. Ich habe hier alles weggeschraubt. Im Grunde genommen ist alles wieder fahrbar, was jetzt hier stand. Total genial. Morgen könnte ich dann noch bei Langeweile dieses Rad hier schlachten, weil das ist wirklich nur noch zu schlachten. Das ist kaputt, das ist gestaucht. Ja, aber das war denn. Dann ist die Ecke hier sauber. Dann kann ich hier noch einmal durchfegen, so schön. Und dann ist das wirklich alles wieder schön sauber. Werkstatt aufgeräumt, das macht auch Spaß. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagte Tommy.